Bei der FIFA ist ordentlich Sand im Getriebe. Speziell die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar sorgt einmal mehr für Diskussionsstoff. Rund 2,5 Jahre nach dem Rücktritt von FIFA-Chefermittler Michel Garcia geraten neue Details aus dem Untersuchungsbericht an die Öffentlichkeit, wie die Bild-Zeitung berichtet. Einmal mehr gibt es Verfehlungen von Wahlmännern des Fußball-Weltverbandes. Die skandalumwitterte WM-Doppelvergabe an Russland und Katar im Dezember 2010 wird in einem 430-Seiten-Dokument fest und noch immer geheim gehalten. Doch jetzt wird das Sittengemälde aus Korruption und Bestechung freigelegt. 3 stimmberechtigte FIFA-Exekutivmitglieder sollen damals vor der Abstimmung auf Kosten des katarischen Fußballverbandes in einem Privatflieger nach Rio de Janeiro geflogen sein. Zudem berichtet die Bild-Zeitung von einer Zahlung von 2 Millionen Dollar auf das Konto einer damals 10-jährigen Tochter eines FIFA-Funktionärs, was in dem Bericht ebenfalls dokumentiert sein soll. Die Herkunft des Geldes ist unklar. Ein anderer Funktionär soll sich bei den Scheichs via Mail für eine Überweisung über mehrere hunderttausend Dollar bedankt haben. Garcia tritt im November 2014 als Vorsitzender der ermittelnden Kammer der FIFA-Ethikkommission zurück, nachdem die damalige FIFA-Spitze und Präsident Josef Blatter entscheidet, den Bericht nicht zu veröffentlichen. Er tritt damals für mehr Transparenz ein. Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir Transparenz benötigen, um die Rechte aller Parteien zu schützen. Transparenz bei den Spesen, bei den Entscheidungen und bei den Fakten. Diese Regeln sollten gelten, egal ob bei einem Sieg oder einer Niederlage. Die Untersuchungen bleiben bisher für die WM-Gastgeber Russland und Katar ohne Konsequenzen. Stets bestreiten beide WM-Ausrichter Verfehlungen. Die FIFA, die sich lange weigert, den Garcia-Bericht zu veröffentlichen, handelt bis Dienstagnachmittag nach dem Motto Schweigen ist Gold oder im Fall der FIFA Geld. Doch jetzt öffnet sich die geschlossene Auster. Der gesamte Bericht wird veröffentlicht. Wie der Weltfußballverband bekannt gibt, begrüße man dies im Sinne der Transparenz. Die Entscheidung habe die neue Spitze der FIFA-Ethikkommission getroffen. Präsident Gianni Infantino hätte dies laut FIFA schon lange befürwortet. Vielleicht ein erster Schritt zur oft geforderten Transparenz.